Elizabeth Taylor, 1943, Lassie Come Home. Rin Tin Tin, Warner Brothers, hat die Warner Brothers vom Bankrott bewahrt damals. Schwarz-Weiß-Filme, also Elizabeth Taylor gab es nachher auch dann in koloriert. Das sind, und Rex, ne, kennen Sie ja als Österreicher Filmhund, das sind Hunde, die mich geprägt haben, gerade auch Lassie, damit Timmy damals im Fernsehen schwarz-weiß, das ist ja, was viele schon gar nicht mehr kennen, wo wir dann gesessen haben, also wir hatten Fernseher und dann kamen auch die Nachbarkinder und dann haben wir alle, auch ich, mit gezittert, dass also Lassie rechtzeitig kommt, dass Lassie uns rettet. Ähnliches mit Rin Tin Tin. Und diese Sicht auf Hunde durch Medien, durch das Fernsehen, haben natürlich auch meine Sicht und die Sicht von euch geprägt. Häufig ohne, dass es bewusst ist. Also wenn ich mit meiner Collie-Hündin komme und die sieht nicht wie Lassie aus, das ist ein Blue Merle, ach, eine Lassie. Und das ist ja völlig in Ordnung. Aber da merkt man, wie da Verknüpfungen stattfinden. Und die Gefahr dabei ist, dass man vergisst, dass das ein Film ist, der geschnitten wird, der zusammengesetzt wird. Und man neigt dazu, den Hunden an manchen Stellen zu viel zuzumuten, muss ich fast sagen, nach dem Motto, das muss der doch können. Oder wie sagte mal jemand zu mir, sag mir mal, was muss man einem Hund sagen, wenn der apportieren soll? Bring's mir, apport. Ja? Aber das ist durchaus so, dass manche Leute gar nicht wissen, dass ein Signal, also eine Anweisung, erst später ergänzt wird, zum Beispiel. Also diese Filme haben uns geprägt und das sollte uns bewusst sein, wenn wir mit Menschen und mit Hunden umgehen. Einen Ton habe ich dazu? Ich glaube, die Post ist gekommen. Hol mir die Post. Ja, fein, bring mir die Post. Da ist die Post gekommen. Fein, wollen wir mal nachgucken, was da drin ist? Wir haben eine Einladung für einen Vortrag. Wie der Hund lernt. Das ist für dich. Da müssen wir uns mal vorbereiten. Dankeschön. Der kennt die Untersuchung, wie Menschen mit Hunden sprechen, ne? Genau so. Und ich habe dann überlegt, ob ich es nachsynchronisiere. Das ging ja technisch. Nein. Weil das bin ich, wenn ich auch mit meinem Hund so rede. Und es ist so. Wir dürfen nicht enttäuscht sein, wenn wir das vom Einkaufen kommen, Sachen ausgeladen haben und ich meinen Hund Rena frage oder wir unseren Hund fragen, sag mal, wo ist der Autoschlüssel? Und der Hund sagt uns nicht, ja, den hast du, als du den Karton auf den Kühlschrank gestellt hast, ist der Schlüssel dahinter gefallen. Und das ist ganz wichtig für mich, das zu betonen, dass wir genau gucken, was können Hunde? Aber wo sind auch Grenzen? Wir kommen nachher nochmal auf die Grenzen des Lernens. Also Hund wirklich in seiner Umwelt wahrnehmen als Hund, gerade für das Lernen. Menschen und Hunde eine ewige Beziehung. Es gibt unterschiedliche Modelle, ob Coppingers das beschreiben, Raina und Lorna Coppinger in dem Buch Hunde, wie der Hund zum Mensch gekommen ist, oder andere Modelle. Wir dürfen nicht vergessen, wir wissen nicht, wie die Wirklichkeit war. Es sind Ideen, so und so kann das gewesen sein. Und eine Idee ist eben, dass der Hund in die biologische Nische Mensch gekommen ist, dort Futter gekriegt hat, die Wölfe zu der Zeit noch, die weniger scheu waren, also eine geringere Fluchtdistanz hatten, dann sich dort auch vermehren konnten. Die Struktur der Kiefer, des Kopfes und so weiter hat sich und des Gehirns hat sich verändert und dann irgendwann waren sie bei uns.
Also wir selber gehen schon einen sehr langen Weg. Ob das jetzt 15.000 Jahre sind oder 14.000 Jahre oder 50.000 Jahre, das ist mir persönlich so egal, obwohl es natürlich wichtig sein kann. Aber wir selber gehen schon einen sehr langen Weg mit Hunden. Und jeder für sich natürlich persönlich immer einen eigenen mit seinem Hund. Und wie wichtig Hunde waren, sieht man einfach auch in den Kunstwerken der Geschichte, bei den Römern, bei den Griechen. Hier wahrscheinlich sucht dieser Hund Trüffel. Also sie haben für Menschen schon ganz lange eine Bedeutung. Und ganz wichtig ist, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Also nicht der Hund geht irgendeinen Weg und dann komm mal her, jetzt gehen wir ein Stück gemeinsam, sondern dieser Weg ist ein langer, gemeinsamer Weg, sowohl in der Geschichte der Hunde als auch in der eigenen persönlichen Geschichte. Können Hunde überhaupt lernen? Ich hatte mal eine Sekretärin, der ich manchmal am Computer hilft, dann gebeten, Texte von mir zu tippen, weil ich so fürchterliche Handschrift habe. Und die konnte sie lesen. Und dann war da was, ja, und da lernt der Hund. Und die hat einen super Schäferhund gehabt, altdeutschen Schäferhund. Gerd, komm mal her. Renate. Hunde können nicht lernen. Bitte? Was ist das denn? Instinkt. Renate, Hunde können lernen. Hunde können nicht lernen. Bist du so lieb, tippst es trotzdem so? Hat sie dann auch gemacht. Natürlich können Hunde lernen, Regenwürmer kennenlernen. Einzeller können lernen. Nur das Lernen der Hunde findet Halt, wie bei anderen Säugetieren auch, oder auch bei Vögeln, auf einem etwas anderen Niveau als bei einem Regenwurm statt, im Allgemeinen. Das ist ein Nachbarkind heute, eine junge, hübsche Frau, die liest unserem Retriever Tom vor. Und ich habe sie da überrascht, also fast tut mir das Foto leid, weil ich sie aus ihrer Stimmung gebracht habe. Auf der anderen Seite finde ich es ein wunderbares Foto, was also ganz viel wiedergibt. Und natürlich hat sie ihm vorgelesen oder Bilder erzählt und er hat nichts davon intellektuell verstanden. Aber auch da findet Lernen statt. Lernen findet auch in Beziehungen statt. Lernen findet auch da statt, wo Vertrauen zusammenwächst. Im Hundetraining denken wir häufig an diese technischen Sachen. Auch da komme ich nachher nochmal drauf. Also auch da hat Lernen stattgefunden. Wenn man nach Definitionen von Lernen schaut, und das hatten wir gestern an einer Stelle auch im Zusammenhang mit Dominanz, Definition von Dominanz, dann ist es immer, kommt es darauf an, ob man als Verhaltensbiologe dorthin schaut, ob man als Pädagoge dorthin schaut, ob man als Psychologe dorthin schaut, ob man als Soziologe dorthin schaut oder. Ich habe eine recht einfache Definition gewählt. Lernen ist eine Verhaltensänderung, die aufgrund von Erfahrung zustande kommt. Und hier ist eine Erfahrung gemeint, die ein anderer, die ich selber mache, also Erfahrung mit mir selber. Es gibt auch Erfahrungen, die werden von außen angestoßen. Hört sich jetzt ganz krass an, aber ich nehme es mal als Beispiel. Wenn jemand von der Brücke gestoßen wird, dann lernt er auch. Aber es ist nicht das Lernen, was ich meine. Er macht auch eine Erfahrung. Die soll von ihm aus selber angestoßen werden. Der Impuls kann durchaus von außen kommen. Ja, ich kann ihn auffordern oder einladen zu lernen. Aber Lernen ist ein aktiver Vorgang des Lernenden. Hunde können lernen, und zwar 24 Stunden am Tag. Ja, aber mein Hund schläft doch nachts. Wer mal erlebt hat, wie Hunde nach einem aufregenden Tag träumen und dort das, also sich kämpfen, nochmal kämpfen mit dem Feind und dabei mit den Pfoten krabbeln oder hinter der Hündin hinterherlaufen, der weiß, dass das Gehirn diese Dinge noch verarbeitet. Da gibt es Rattenversuche und von Laborratten, die in Labyrinthen gelaufen sind, wo man kontrolliert hat oder gemessen hat, was passiert im Gehirn während dieser Tätigkeit und hat festgestellt, dass die gleichen Neuronen aktiv werden oder aktiv sind, wenn sie schlafen, in der gleichen Reihenfolge. Also da, ganz wichtig, auch im Schlaf findet natürlich Lernen statt. Bitte?
No, das, die träumen wirklich, Hunde träumen wirklich. Also, ja, das ist eine ganz spannende Frage. Auf einem Seminar, auf dem ich war, von jemandem, die wirklich sehr gut ist, eine promovierte Biologin, die sagte, Spiegelneuronen gibt es nicht, man hat sie noch nicht nachgewiesen. Also bei Hunden gibt es keine Spiegelneuronen, man hat sie noch nicht nachgewiesen. Da habe ich gesagt, halt stopp, und ich schätze sie sehr, die ist wirklich gut, halt stopp, das sind zwei Paar Schuhe. Ob es sie gibt oder ob sie nachgewiesen sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Wissenschaft, sprich hier in Naturwissenschaft, häufig nur die Dinge akzeptiert werden, die mit den Methoden der Naturwissenschaft nachgewiesen sind. Also ich denke an Akupunktur. Also geht jetzt im Bereich der Medizin. Die wurde ganz lange nicht bezahlt, weil man keine Methoden hatte, nachzuweisen, dass sie wirkt. Und als man nachweisen konnte, dass sie wirkt, mussten die Krankenkassen oder viele Krankenkassen zahlen sie, bei uns in Deutschland zumindest. Und das gilt für viele Dinge. Ja? Also, da ich beim Hund nicht die Bilder sehen kann, oder bei einer Ratte, häufig macht man mit Ratten auch so Versuche, also anderen Säugetieren, nicht die Bilder sehen kann, die tatsächlich durchs Auge oder durch die Nase oder durch taktile Dinge ins Gehirn gekommen sind, weiß ich nicht, was genau dort abläuft. Aber anhand der Ratten konnte man nachweisen, es sind die gleiche Reihenfolge, wie sie die Gänge gegangen sind. Also es war genau die gleiche Struktur. Ich würde das mal so sagen, bezogen auf Menschen. Träumen Menschen wirklich? Warum? Ja, sicher. Man kann es nachweisen, Gehirnscans, ja, aber auf die gleiche Art kann man es bei Hunden nachweisen. Der Mensch kann erzählen, ich habe davon geträumt. Und wer Albträume hat, der, oder mal hatte, wie ich es eine Zeit in meinem Leben hatte, der weiß, wovon er träumt. Und er wacht morgens auf und dem geht es ganz schlecht. Oder andere positive Dinge. Aber Hunde können, und der naturwissenschaftliche Beweis ist bis heute nicht gegeben, aber jeder Hundebesitzer erlebt es, wenn dieser Hund an diesem Tag das erlebt hat. Es war ein Kampf oder es war etwas Positives. Der Traum ist anders. Ja? Also ich habe jetzt gerade den naturwissenschaftlichen Beweis nicht gebracht, aber wie heißt das in Naturwissenschaft? Hören, sagen, oder da gibt es so einen Ausdruck für, es ist noch nicht nachgewiesen, aber man erzählt darüber. Also Hunde können, sage ich, träumen und verarbeiten die Dinge. Wenn man sich mit Lernen befasst, lohnt es sich tatsächlich ein bisschen Gedanken über die Geschichte der Lernforschung zu machen. Denn in Japan ist Lernforschung anders, bei Franz de Waal zum Beispiel nachzulesen. In Japan sind auch Dinge in der Naturwissenschaft anders gelaufen als zum Beispiel in Europa, sprich auch hier in Deutschland. Das ist mein Retriever Ben, der gerade geschickt wird, etwas zu bringen, etwas zu apportieren. Franz de Waal schreibt, in dem Fall in dem Buch Der Affe und der Sushi-Meister, in der Art und Weise, wie Tiere gesehen werden, spiegelt sich die Kultur, in der wir leben. Er meint das in dem Zusammenhang etwas anders, als ich es hier einpacke, aber es gibt genau das wieder. Unsere Sicht auf Tiere ist geprägt durch unsere Kultur. Jemand in Indien, und ich habe gleich so ein Bild, wird Tiere, zum Beispiel Hunde, anders empfinden. Im Hinduismus hat der Hund eine andere Bedeutung als im Christentum. In unserer Kultur, ich denke jetzt zum Beispiel an türkische Kinder oder Araber, also aus dem arabischen Bereich. In der Türkei ist der Hund nicht nur ein Schimpfwort, Köpek, sondern es wird auch damit gedroht. Wenn du nicht artig bist, hole ich einen Hund. Das heißt, da wird mit dem Tier Angst gemacht. Und so ein Kind wird sicherlich, und das werdet ihr immer wieder beobachten, und ich erziehe meine Kunden dazu, da wirklich sorgsam mit umzugehen und auch die andere Kultur zu achten. Ich muss einen Golden Retriever nicht in Dorsten, wo ich manchmal mit Kunden bin, also in einer Nachbarstadt, an langer Leine irgendwo mal durchgehen lassen. Und da kommt eine Mutter, den Kopftuch trägt, kleines Kind, und nach dem Motto, ja, hat die Pech gehabt, Hunde gehören nun mal in unser Leben.
Da muss ich meinen Hund kurz nehmen, bei Fuß nehmen, vielleicht einen Bogen gehen, damit sie nicht erschreckt, ihr Kind vielleicht an die Hand nimmt und wegzieht und das Kind sofort lernt. Da sind wir wieder bei Lernen. Okay, das ist gefährlich. Ja, Stimmungsübertragung, Spiegelneuronen spielen da alle eine Rolle. Also in anderen Kulturen werden, wir reden heute hauptsächlich über Hunde, Hunde häufig anders wahrgenommen. Also hat auch die Erziehung oder die Kultur, in der wir leben, und die Erziehung eine wichtige Rolle. Wenn Eltern Tiere gemocht haben und auch Hunde gemocht haben und wir vielleicht sogar mit Hunden groß geworden sind und ein Teil meines Lebens bis zu 3,5 Jahren bin ich das auch, hat das einen anderen Einfluss, als wenn das durch eine Wohnsituation nicht ging oder als wenn die Eltern selber keine Beziehung zu Tieren hatten. Und ich kenne einige Menschen, und der ein oder andere von Ihnen ist da auch, oder von euch ist da auch drunter. Ich habe manchmal Kunden, eine Kundin jetzt, die hat einen Labrador, Leo heißt der, wunderbarer Hund, der ist jetzt 12 Wochen alt, und die hat mir so im ersten Gespräch gesagt, jetzt konnte ich mir endlich einen Hund kaufen. Meine Kinder sind alt genug, die gehen 5. Klasse und 7. Klasse, die sind alt genug, und jetzt mache ich das, was ich als Kind schon wollte. Ich habe mir einen Hund gekauft und ich nehme jetzt jemanden dazu, von dem ich gehört habe, das passt so in ihr Weltbild, sie ist selber auch Erzieherin, und werde und lasse diesen Hund einfach als Familienmitglied groß werden. Und meine Frau wollte gerne schon als Kind einen Hund, aber wie Eltern dann so sind, wenn ein Kind mit 10 Jahren sagt, ich möchte einen Hund zu Weihnachten, jetzt Weihnachten ist nicht das Thema, das ist ja nochmal eine eigene Sache, und das Kind kriegt einen Stoffhund und kriegt vielleicht mit 11 Jahren nochmal einen Stoffhund und mit 12 Jahren nochmal sowas und es wird nicht ernst genommen, hat das schon eine Bedeutung. Und dann sucht man sich als, da war es dann mit 14, wo die Eltern durch ein Missverständnis dann, einer dachte, der andere hätte schon Ja gesagt und dann kam der Hund und ich habe diesen Pudel noch kennengelernt, das ist ein wunderbares Tier gewesen. Also es sind einfach, es spielt eine ganz große Rolle, wie ist mein Umfeld, wie findet das in der Erziehung statt. Aber Erziehung heißt auch, wie gehen Eltern mit dem Hund um, der vielleicht dort ist? Ist das ein eher, ich meine es jetzt negativ, traditioneller Umgang mit dem Hund? Ist das eher ein lauter, ein körperlich heftiger Umgang mit dem Hund? Oder ist der Hund nur im Zwinger gehalten und kriegt keinen Anschluss an die Familie? Das prägt uns als Kinder, ohne dass es uns als Erwachsene unbedingt bewusst ist, dass es etwas damit zu tun hat, wie wir mit Hunden umgehen und auch, wie wir als Trainer unser Wissen weitergeben, was uns wichtig ist. Auch, das hatte ich eben schon angesprochen, unsere Kindheitserfahrung mit anderen Tieren und etwas, das scheint erstmal völlig absurd zu sein, bin ich selber von meinen Eltern angenommen worden. Wenn ich als Kind von meinen Eltern, warum auch immer, ich will das gar nicht bewerten, nicht so angenommen wurde, wie ich bin, fällt es mir auch schwerer, meinen Partner oder ein Tier oder meine eigenen Kinder so anzunehmen. Das heißt nicht automatisch, dass das so laufen muss. Bitte versteht das nicht miss. Aber ich muss meinen eigenen Weg dann finden und wenn ich angenommen bin, ist dieser eigene Weg manchmal etwas leichter. Also auch das spielt eine Rolle im Umgang mit dem Hund und im Lernen. Übers Fernsehen hatte ich eben schon gesprochen und ich habe keine Lust jetzt auf das, was im Moment im Fernsehen, im deutschen Fernsehen läuft, also auch die ganzen Diskussionen. Es tut mir nur einfach weh. Ich habe amerikanische Trainer vor Jahren im niederländischen Fernsehen gesehen, also nicht nur den einen, der jetzt so aktuell ist, sondern auch andere. Und das hat mir vor 10 Jahren im Kern schon wehgetan. Ja, und da ist einfach, man darf das nicht unterschätzen als Trainer, die Entwicklung, die dadurch passiert, der Einfluss ist wahnsinnig groß, was dort passiert. Und es ist ja nicht zufällig, dass auch in Amerika geklagt ist, auch vom Kinderschutzbund, weil das sind Vorbilder. Und da kann gerne stehen, machen Sie das nicht nach. Aber das Bild, was ich sehe, der Film, den ich sehe, ist ja viel beeindruckender als das, was ich nochmal intellektuell umsetzen muss. Also auch das hat natürlich Einfluss, unser Umfeld auch nicht zu unterschätzen. Der Hundeverein, in dem ich bin, warum auch immer, wie gehen die dort um? Mit dem Hund. Und es kann eine tolle Kameradschaft sein. Ich habe Hundevereine kennengelernt mit einer tollen Kameradschaft, aber ich wollte dort nicht Mitglied sein, weil ich mich dort unwohl fühlte, aus verschiedenen Gründen. Und auch die Spaziergehgruppe. Wenn also da jemand in der Spaziergehgruppe ist und den mag man oder den nimmt man auch ernst und der geht immer so zischend mit dem Hund um.
dann wirkt das ansteckend. Also auch das hat einen Einfluss und es lohnt sich wirklich. Ich sage auch meinen Kunden, wenn sie sich unwohl fühlen, wenn sie also einen, sagen wir, mit einem Hund kommen, wo sie Hilfe brauchen und sie sagen, ja, aber das, was da, wo mit den Leuten, mit denen ich spazier gehe, da wird das ganz anders gemacht. Nicht, um mich in Frage zu stellen, sondern wie soll ich das dort umsetzen? Gar nicht. Es gibt genug Leute, die mit einem spazieren gehen, ohne dass dort so mit Hunden umgegangen wird. Da bin ich ganz klar für mich. Dann habe ich lieber ein paar Leute weniger, aber ich fühle mich dort wohl, denn das verändert mich. Das hat die Inga gestern auch so ein bisschen angedeutet, wie viel Einfluss Emotionen auf unser eigenes Verhalten auch haben. Und die Frage, warum habe ich einen Hund, spielt einen großen Einfluss, wie ich mit dem Hund umgehe und wie ich ihm was beibringe. Wenn ich einen Hund habe, um im Agility mir ganz viele Pokale zu holen, weil ich vielleicht selber im Sport nicht so gut bin. Oder weil ich ihn mir hole, weil ich mich einsam fühle. Ich will das ganz deutlich, ich will das alles nicht bewerten. Es gibt ganz viele Gründe, warum das so ist und das kann auch immer in Ordnung sein. Aber es hat Einfluss darauf, wie wir mit unserem Hund umgehen, wie wir unseren Hund sehen. Wird er für mich zum Sportgerät? Wird er mich zum Partner? Oder wird er für mich zum Kind? Auch das will ich nicht negativ bewerten, aber ich muss es einfach für mich selber wissen. Und die eigene Lernerfahrung spielt eine Rolle. Wenn ich in einer Schule groß geworden bin oder in mehreren Schulen, wo immer mit ganz viel Druck gearbeitet wurde und ich so sozialisiert bin, und ich komme auch gleich nochmal drauf, dann hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ich mit meinem Hund umgehe, wie ich ihn sozialisiere, wie ich lehre, wie ich trainiere oder wie ich auch Training an Hundebesitzer weitergebe. Also in einer anderen Kultur wie in Indien, das sind Ratten. Und das ist in Ordnung, sie werden verehrt. Ja? Also eine ganz andere Sicht auf Tiere, auch auf Hunde.